So, haben wir wieder eine Aufgabe frei. Und wenn wir wieder eine Aufgabe frei haben, gehen wir wieder auf die Grants und sagen, wir wollen einen Zellenblock B bauen. Da kriegen wir nämlich dann 30.000, wenn wir unsere Zellenkapazität von 36 auf 50 erhöhen. Und das sollte uns hier eigentlich gelingen, wenn wir hier hinten mal flott anbauen. So, 4 Meter. Was machen wir denn da? So. So sieht's am besten aus, ehrlich gesagt. So. Ja, da können sie mal ein bisschen werkeln, die Jungs. Bin ich mal gespannt, wie sie das hinkriegen. Ich hoffe, die reißen mir da keine großen Wände ab. Nicht, dass wir wieder die große Fluchtaktion kriegen. Wo wir dann denken, was ist denn das jetzt gewesen? Was ist denn hier passiert? So, hier machen die Gärtner schönen Boden und pflegen die Bäumchen, die sie gepflanzt haben. Und die Jungs, die machen Nummernschilder. So, da haben wir ein bisschen exportiert. Ich glaube, es waren Nummernschilder, die wir exportiert haben. Holz bringt normalerweise mehr. Wir haben eigentlich richtig viel Kohle. Wir könnten eigentlich unten schon Land dazu kaufen. Aber das machen wir erst, wenn der Kram hier gebaut ist, weil sonst macht er ja wieder ein Safe. Und wenn er ein Safe macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Gebäude hier nicht wirklich fertiggestellt werden. Und das wollen wir ja nicht. Also bauen wir erst die Gebäude, bauen erst die 50 Zellen und dann kaufen wir da unten von dem Geld, was wir dafür kriegen, einfach ein bisschen Land dazu. Und dann können wir da unten noch einen schönen Gang hinmachen. Dann haben wir dann auch da eine Verbindung. Das passt dann. Illegale Narcotics. Haben wir immer noch nicht genügend gefunden. Ich verstehe es gar nicht. Ja, die weigern sich auch hier unten lang zu gehen, habe ich irgendwie einen Eindruck. Weil sie wissen, dass da geschnüffelt wird. Ich glaube, wir machen das mal anders. Deployment. Dog Patrol. Ich glaube, die hier, die streichen wir mal. Und machen die mal hier hin. Da müssen sie vorbei. Nein, nicht Armed Guards. Dog Patrol. Gott. Bewaffneten in die Küche stellen. Da dauert es nicht lang, dann haben wir hier einen Aufstand. Weil Armed Guards, das ist ein Frustfaktor. Deshalb wollen wir da auch gar nicht so viele. Wo läuft denn der jetzt hin? Komm mal wieder zurück, Freund. Du sollst die Waffenkammer bewachen. So, wir können mal in Bürokratie gehen und wir können mal Taser und Body Armor erforschen und CCTV können wir mal erforschen. Die Kohle haben wir ja mittlerweile. Damit können wir jetzt ein bisschen mehr Sicherheit herstellen, hoffe ich doch. So, haben sie das hier fertig? Das sieht gut aus. So, wir machen mal langsam. Es ist Nacht, die Gelegenheit müssen wir nutzen. Um da mal Jail Doors einzubauen. In der Hoffnung, dass dann die Gebäude abgeschlossen werden in dieser Nacht.
wenn da die Jaildoors eingebaut sind. So, hopp, Jungs, rennt. Solange die schlafen, solange Nacht ist. Wo will der denn hin? Das ist ein Drama. Hier rum wäre viel schneller gewesen, ist aber auch egal. Nice. So, die Lampen, die wollen wir nicht. Das gibt ja Zellen. Und wenn das Zellen gibt, dann wollen wir dann natürlich eigene Lampen definieren. Und da brauchen wir nicht die von denen. Gut, ich würde sagen, wir fangen mit dem Block hier an, mehr oder weniger. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir es am geschicktesten machen. Ich glaube, am besten machen wir es so. So, wir brauchen in dieser Zelle ein Bett, ein Klo. Und eine Lampe. Wir brauchen zu dieser Zelle Wasser. Können wir auch schon mal festhalten, dass wir hier Wasser brauchen. Oh ja, das ist natürlich ganz clever. Und wir brauchen hier Wasser. Ich sehe schon wieder kommen, dass wir uns gleich so einen Wagen hier reinstellen und da Klamotten aufs Bett legen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sehe ich es schon kommen. Oder die Bricks liegen im Weg, weil sie die nicht wegräumen. Auch das wäre natürlich noch eine Option, die möglich wäre. So, hier drin haben wir doch eigentlich einen Polizisten feststationiert. Was ist denn jetzt mit dem? Jetzt steht er da drüben. Hallo. Copy, cop, cop, da. Genau, geh mal irgendwie irgendwo hin. Also wer in die Schauer hier gehen soll, der geht irgendwie nicht. Warum nicht? Weil es keinen Platz gibt, wo er sich hinstellen kann. Ich glaub's ja nicht. Brauen extra Wurst. Die brauchen tatsächlich eine extra Wurst. Die Copy-Cop-Copter hier. Jetzt haben sie Lampe abmontiert. Lassen einen Duschkopf dran oder wie? Ist aber auch einfach nicht leicht hier.
Hat das jetzt gerafft? Er hat's gerafft. Oh. Da war einer mit Messer und mit Drogen. Krasse Geschichte. So, funktioniert das jetzt? Ja, der ist stationed. Das scheint jetzt zu funktionieren. Ich habe keine Ahnung, was das war und warum das war und weshalb und überhaupt, aber ist okay. So, hier liegen jetzt Klamotten drauf und hier liegen immer noch die Bricks rum. Meine Güte, ey. Bitte verbaut diese Bricks, damit die da wegkommen. Ich mag nicht, dass die da rumliegen. Sie bringen natürlich eigene Bricks mit. Nee, Quatsch, da oben ist weggegangen. Okay, gut. Dann passt. So, Cloning Tool. Wieso mache ich mich kaputt, lach? Das ist blöd, was ich da mache. Wenn ich jetzt einen Wagen mit kopiere. Nee. Tun wir nicht. So, stampfen wir noch ein paar Zellen aus dem Boden. Super, Doppelwand. Room Holding, nee. Cell, nicht Holding Cell. So, dann wird die ein bisschen größer. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders machen soll. Also machen wir es einfach mal so. Gut, dann hier noch ein paar Röhrchen legen. Yeah. Könnte ich auch anders machen, aber ich mache es jetzt mal so. Weil wir haben es jetzt halt einfach mal so. Und dann nutzen wir das einfach mal so, wie es ist. So. Können Sie Zellen bauen. Wie sieht's denn in der Werkstatt aus? Was machen die denn? Haben sie denn schon Bäume gefällt? Scheinbar nicht. Die brauchen, wie es aussieht, ein bisschen länger, um zu wachsen, wenn ich das richtig deuten kann hier. Da wird das Zeug auch nicht wegtransportiert. Eigentlich wollten wir ja das hier wegmachen, ne? Trägt auch keiner weg. Naja, warten wir mal ab. So, 14 Stunden für 8 Gefangene. Da hinten bauen wir ja an, damit wir dann hier möglichst schnell wieder 8 Gefangene unterbringen können. Warum ist das rot? Jetzt haben sie einen Weg gefunden, wie es aussieht. Hat wohl irgendwas einen Weg blockiert, warum auch immer. Ja, Body Armor. Haben sich alle Body Armor geholt. Schisser. So, und dann machen wir Taser Rollout. Dann könnte ich alle auch noch einen Taser holen. Das wird auch nochmal teuer, aber dann kriegen wir hier mehr Sicherheit rein. Das ist wichtig. Dass wir nicht so Angriffs... Opfer sind im Prinzip. Also, dass man uns nicht einfach niedersticht, dass man uns nicht einfach mit einem Knüppel auf die Nase haut. Gibt's Taser und Schutzwesten für unsere Mitarbeiter.
Und das holen die sich dann der Armory ab. So, hier gibt's wieder Essen und der Hund schnüffelt und schnüffelt und schnüffelt. Wir müssen immer noch Narcotics aus dem Verkehr ziehen. Ich verstehe nicht, warum wir so wenig Narcotics finden. Die sind verdammt gut, habe ich so den Eindruck. Deployment Dog Patrol. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Es ist mir aber auch ehrlich gesagt egal, gerade im Moment. Ich will hauptsächlich, dass die da in den Zellen schnüffeln, die Hunde. Ich versuche das gerade auf einem einfachen Weg zu realisieren, sagen wir es mal so, wie es ist. So, warum hat der da eigentlich, warum schickt er da keine Dog Patrol hin? Haben wir keine mehr. Jetzt haben wir eine. So, und die gehen dann jetzt auch in die Zellen rein und wenn es dann da Narcotics gibt und dann findet die der Hund. Und dann kriegen wir das irgendwie auch noch in den Griff, dass wir 10 illegale Narcotics finden. So, 48 Zellen haben wir. Wir brauchen noch 2 Stück. Die haben wir ja im Prinzip hier gerade vorbereitet, um dann dort sozusagen im Anschluss weiterzumachen, wenn wir da oben fertig sind. So, was haben wir hier noch? Perfekt. Sollen sie die mal ausstatten? Ach so, Ruhm müssen wir noch als Zelle definieren. So, sollen sie die mal ausstatten, dann können wir die hier runter kopieren und dann haben wir unsere 50 Zellen und dann gibt es wieder Geld. Man soll es nicht glauben. Läuft. Also hier läuft's. Ich finde, in dem Knast läuft's bis jetzt ganz gut. Wir machen zwar leicht miese, weil wir zu viel Personal angeheuert haben, zu wenig Gefangene haben, aber dafür holen wir jetzt wieder mehr Gefangene rein und wir bauen deshalb auch die Zellen aus. Dann haben wir wieder 20.000 eingenommen, weil wir die 50 Zellen vollgemacht haben. Super Geschichte, die. Da wuseln sie alle. Und der steht hier und rührt sich nicht vom Fleck. So, wie weit sind wir denn mit unserem Taser-Rollout? Wenn das Ding erforscht ist, dann geht's hier richtig ab. Das kostet uns richtig Kohle. Aber es ist mir ehrlich gesagt egal. So, Rooms, Office. Wir brauchen noch 2 Office, Office, Office. Glaubt, ich finde gerade Office da. Warum brauche ich da Office? Ich weiß es selbst nicht. Ich glaube, wir könnten da drin so ein bisschen, wie heißt es? Anger Management spielen. Genau, das können wir da drin spielen. Anger Management. Und das wird eine lustige Sache, glaube ich. So, da haben wir 2 Psychologen eingestellt. Und jetzt können wir hier Programme machen. Da können wir diese Behavior-Therapie anbieten.
All rooms booked. Ja, also es hat ja auch kein Interesse dran, wie es aussieht. Ein Methadon-Programm haben 5 Leute Interesse. Das finde ich interessant. Wo haben wir den Common Room? Oh, jetzt kommt gleich der Taser-Rollout. Das sollten wir uns angucken. Das wird gleich lustig. Achtung. Und alle verlassen sie ihren Posten und rennen runter zur Armory. Und jetzt wird's teuer. Weil sich jetzt hier dann Taser abholt. Ist echt unglaublich. Das sind alles so Schisse. So, 8 neue Gefangene gibt's dann demnächst. So, dann haben wir hier noch. Da packen wir mal einen rein in den Common Room. Ich weiß gar nicht genau, was brauchen wir denn fürs Metaton-Programm. All rooms booked, ja. Ich habe keine Ahnung. So, was? Combat a prisoner addiction to narcotic. Each 3 types to the prisoner with an addiction. Require health. Muss ich das hier unten reinmachen oder was? Ich habe keine Ahnung, gebe ich offen zu, dass ich keine Ahnung habe. Wie genau das abläuft, wir testen das jetzt mal. So, hier haben wir jetzt Tische. Jetzt bauen wir hier noch die Stühle. All rooms booked. Okay, ich glaube, ich muss mal das Wiki lesen, wie man das Ding benutzt. Methadon-Programm. Ich kann auch keinen Arzt irgendwie zuweisen. Brauchen wir da was Bestimmtes für? Sowas wie ein Methadonschrank? Ein spezielles Objekt, was es uns ermöglicht, Methadon zu verabreichen? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich werde suchen. Sehen wir in der nächsten Folge. Oder ihr wisst's und schreibt es mir einfach drunter unter diese Folge. Dann gucken wir mal, ob das, was ich gefunden habe, mit dem übereinstimmt, was ihr mir sagt. Genauso machen wir's.